Hallo zusammen, ich möchte heute kochen. Und zwar gibt es heute bei uns Gulasch und zu diesem Gulasch möchte ich gerne einen Serviettenknödel machen. Ein Serviettenknödel ist eigentlich wie ein Semmelknödel, nur in einer Rolle geformt und als Rolle gegart und wird hinterher in Scheiben aufgeschnitten. Dieser Serviettenknödel besteht aus gewürfeltem Brot. Aus Brotresten, die können vom Tag vorher sein. Ich verwerte da tatsächlich meine Brotreste, die ich dann fertig in Würfel schon aufschneide und dann einfriere. Und über die Wochen wird das dann immer ein bisschen mehr. Und wenn der Beutel voll ist, dann kann ich wieder Serviettenknödel machen. In Süddeutschland kennt man das so, dass man da auch fertiges Knödelbrot kaufen kann. Hier bei uns in Nordrhein-Westfalen habe ich das noch nicht gesehen. Aber dadurch, dass ich dann meine Brotreste aufgebrauchen kann, ist das wunderbar. Man kann tatsächlich auch übrig gebliebene Salzstangen verwenden oder Reste von Laugenbrezeln. Das geht also ebenso gut. Was man als Zutaten noch so braucht, das zeige ich euch jetzt. Für den Serviettenknödel brauche ich 200 Gramm Brotwürfel. Also ich habe das ja eben schon mal im Intro erwähnt. Ich hebe dann immer alte Brötchen auf oder wenn die übrig geblieben sind, so wie heute Morgen zum Beispiel ist jetzt auch wieder so ein halbes Brötchen übrig geblieben. Das werde ich gleich auch noch würfeln. Das kommt jetzt hier nicht mehr dazu, weil ich das schon abgemessen habe vom Gewicht her. Also man sieht hier, es ist auch ein bisschen dunkleres Brot dabei. Eigentlich kann man fast alles nehmen an gleichmäßigen, also an feinem Brot, sag ich mal, ohne Körner. Also Körner habe ich auch schon mal ausprobiert, also mir selber hat es nicht geschmeckt. Helles Brot oder eben so ein etwas dunkleres oder vom Laugenbrezel noch so ein Rest oder von der Laugenstange oder eben übrig gebliebenes Salzgebäck, sowie Salzstangen oder kleine Brezeln. Das geht auch. Das sieht ganz witzig aus dann in diesem Knödel. Ja, also da habe ich jetzt 200 Gramm. Dann brauche ich 160 Gramm Milch. Dann brauche ich zwei Eier. Eigentlich zwei Eier Größe M. Ich habe jetzt zwei Eier Größe L. Da muss ich mal sehen, wie ich da hinkomme. Eine Zwiebel, dann Salz und Pfeffer, Petersilie und 3 Esslöffel Mehl. Ich würde jetzt als erstes damit beginnen, die Zwiebel in kleine Würfel zu schneiden. Die wird dann in etwas Öl oder etwas Butter angedünstet, dass das so ein bisschen glasig ist. Und die Brotwürfel würden jetzt mit Milch übergossen und die würde ich ein bisschen anwärmen, die Milch. Und dann würde die Milch hier über diese Brotwürfel gegossen, schon in einer Schüssel und das weicht dann so ein bisschen auf. Und wenn ich die Zwiebel glasig habe glasig werden lassen in so einem kleinen Topf, das kühlt dann auch erstmal alles ab. Also innerhalb der 20 Minuten, wo die warme Milch hier drüber verteilt ist, kühlt das natürlich auch ab und nach 20 Minuten geht es dann weiter. Die Milch habe ich jetzt hier über die Brotwürfel gegossen. Was ich vorhin noch vergessen hatte zu erwähnen, ist die Tatsache, dass ich diese Brotwürfel ja mal einfriere. Ich würde die natürlich jetzt nicht gefroren hier reintun. Ich habe die gestern Abend schon rausgenommen und abgemessen und habe die dann in der Küche stehen gehabt, ein Küchentuch drüber, dass das schon mal auftaut und dass es so ein bisschen abtrocknet. Also gefroren hier reintun, weiß ich nicht, ginge sicherlich, aber ich habe es eben noch nicht ausprobiert. Okay, das kann jetzt hier 20 Minuten ziehen und ich kümmere mich jetzt um die Zwiebel. Das Fett ist jetzt erhitzt und ich werde jetzt die Zwiebel, die in kleine Würfel geschnitten ist, hier reingeben und sie so bei mittlerer Hitze oder bei kleiner Hitze, eigentlich reicht es schon, so ein bisschen glasig werden lassen. Thank you.
werde meinen Timer mal auf 5 Minuten stellen. 20 Minuten sind jetzt um. Man sieht, dass das hier, das Brot ist so ein bisschen matschig geworden. Und jetzt würde ich die abgekühlten Zwiebelwürfel reintun. Genau. Die Petersilie. Und jetzt geht das nicht so gut raus. Für frische Petersilie ist es noch zu früh. Bei uns im Garten wächst noch nichts oder noch nicht genug, sagen wir so. Gut, dann werde ich das schon mal untermengen. Und jetzt wird es noch gewürzt. Sehr kräftig mit Salz und Pfeffer. Es soll ja Leute geben, die können das dann auch so probieren. Also jetzt das würde ich auch noch so probieren, aber wenn gleich das rohe Ei ins Spiel kommt, mag ich das nicht mehr probieren. Genauso wie rohes Fleisch bei Frikadellen. Deswegen kriege ich das Ei immer zum Schluss rein und könnte jetzt tatsächlich hier diese Brotwürfel noch probieren, ob da genug Salz und Pfeffer dran ist. So. Ja, ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer darf noch. Jetzt kommt das Ei hinzu. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich zwei L-Eier, und die habe ich jetzt aufgeschlagen. Normalerweise würde man sie direkt hier aufschlagen da rein. Aber ich gucke jetzt erstmal, weil es ja doch mehr Eimasse ist, ob ich ein kleines bisschen in der Tasse drin lasse. So. Noch ein kleines bisschen drin gelassen und arbeite jetzt das Ei hier unter. Und jetzt kommt noch ein bisschen Mehl dazu. Das waren 3 Esslöffel. Gucke ich auch erstmal, wie viel ich da so brauche. Nicht gleich sofort alles reinwerfen. Ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Die Masse sieht jetzt so aus. Das restliche Mehl würde ich, glaube ich, gar nicht reintun. Vielleicht noch ein ganz kleines bisschen. Und dann geht es schon ans Einpacken. Und dafür würde ich mir jetzt Frischhaltefolie, muss ich mal von der Menge her abschätzen. Also ich mache es meistens so, dass ich diese fertigen Rollen dann in einem Bräter auf dem Herd koche. Da dürfen die auch ein bisschen länger sein. Wenn man so einen Bräter nicht hat, kann man auch einen großen, also so in dieser Größe einen ganz normalen Kochtopf nehmen und dann macht man eben 2 kleinere Rollen. Ich glaube, ich werde das jetzt hier auch mal vormachen mit 2 kleineren Rollen. Dafür hole ich mir jetzt die Frischhaltefolie. Ihr seht, habe ich hier schon 2 Stücke Frischhaltefolie ausgerollt und vor mich gelegt. Und jetzt würde ich den Teig ungefähr halbieren. Das kommt jetzt auf ein bisschen nicht an. So. Und dann kann man, jetzt habe ich hier auch noch einen Löffel, das so ein bisschen verteilen schon. Und dann schlägt man das erst einmal so ein. So. Und dann kann man das, indem man das so zusammendrückt, als kleine Rolle formen. So. Der erste wäre jetzt schon fertig. Den lege ich jetzt mal hier hin. Und dann würde ich hier genauso mit verfahren. Erst immer so, dass man das so ein bisschen zusammendrückt und dann von der Länge her staucht, sodass es möglichst eng ist.
Die Rollen sind jetzt soweit fertig. Ich weiß nicht, ob ich sie so in den Kochtopf legen würde. Ich hatte das mal bei einem Fernsehkoch gesehen. Der hat die erst in dieser Frischhaltefolie eingepackt und dann nochmal etwas Alufolie drum. So mache ich das auch immer. Bin da bisher immer ganz gut gefahren. Jetzt habe ich hier das schief abgeschnitten. So, kommt das noch einmal in Alufolie. Und man kann diese Rollen auch ganz gut schon einen Tag vorher zum Beispiel vorbereiten, das so also in den Kühlschrank legen und am nächsten Tag dann nur noch ins kochende Wasser. Das muss dann ungefähr 20 bis 25 Minuten garen oder so ziehen lassen. Also bei Knödeln sagt man ja nicht kochen, sondern die werden ja bei ganz kleiner Hitze, werden die ja nur gezogen, nicht gezogen, hört sich jetzt auch doof an. Also die simmern ja nur so vor sich hin. Gut, den zweiten, die zweite Rolle würde ich jetzt auch noch eben einpacken. Und dann zeige ich euch gleich, wie die gekocht werden und hinterher aufgeschnitten. Man kann diese servierten Knödel, wenn die fertig gegart sind, aufschneiden und so servieren. Das werden wir heute Abend machen. Und manchmal ist es auch so, dass da noch was übrig bleibt. Das kann man auch wunderbar am nächsten Tag noch anbraten. Man kann es aber auch angebraten verwenden. Also man würde die dann kochen, aufschneiden und dann nochmal kurz in der Pfanne rösten. Das schmeckt auch sehr gut, zum Beispiel zu einem gemischten Salat. Gut, die gehen jetzt bei mir noch kurz in den Kühlschrank und später geht's weiter. Ich habe die servierten Knödel jetzt ins kochende Wasser gegeben. Die Hitze habe ich jetzt runtergeschaltet. Man sieht, es simmert noch so leicht vor sich hin. Da verbleiben die Knödel jetzt für 20 Minuten. Nach der Hälfte der Garzeit werde ich sie einmal umdrehen, die Rollen, und den Deckel jetzt drauf machen. Die Garzeit ist jetzt vorüber und jetzt werde ich die Rollen mal auspacken. Die Alufolie ist schnell abgemacht. Und jetzt kommt noch die Frischhaltefolie. So. Eins. Und nochmal. Ha, es ist schon sehr heiß. Jetzt muss man natürlich den Anfang finden. Wahrscheinlich hier. So, das wäre schon mal erledigt. Super. Und jetzt werde ich die einfach in Scheiben schneiden. Ich versuche das jetzt einfach mal so. Also normalerweise mache ich das mit dem Elektromesser. Das ist nämlich ganz schön heiß. Ja, das ist nicht so. Das geht hier mit diesem Messer. Ja doch, es geht. Ich wollte jetzt nicht so einen Lärm machen mit diesem Elektromesser. Okay. So, jetzt sieht man schon, wie der Knödel von innen aussieht. Ich mache jetzt doch den Rest mal eben kurz mit dem Elektromesser. Geht ein bisschen schneller. Ich schneide dann immer so dicke Scheiben und wie ich vorhin schon erwähnt habe, man könnte diese Knödelscheiben auch jetzt noch in der Pfanne anbraten. So. Perfekt. Und jetzt ist es servierbereit.